Genau, dann erzähle ich noch kurz was zum Programm des Symposiums allgemein. Also wie bereits erwähnt, am Mittwoch haben wir das Symposium eröffnet mit einer Keynote von Markus Stiegenegger im Cinema Jans. Und da ging es vor allem um den Genrebegriff und um eine erste Annäherung an die fantastischen Genres, an Science Fiction, Horror und Fantasy. Und anschließend wurden als filmische Einstimmung zu dem Thema, wie gesagt, Der Nachbar und German Angst gezeigt. Auch heute haben wir wieder ein vielfältiges Programm für Sie. Den Anfang macht Huan Wu mit seinem Vortrag Lange Schatten, der die Fantastik im Spiegel der deutschen Geschichte beleuchten wird. Dann wird Lars Krautschik sich dezidiert mit dem deutschsprachigen Horrorfilm auseinandersetzen. Nach der kurzen Pause geht es dann mit Vera von Sleng in den Untergrund Berlins in den Vortrag zum Vampirfilm Wir sind die Nacht. Und im letzten Vortrag spürt Rasmus Greiner der Mystifizierung des demografischen Wandels im Liefernisten nach. Ab 15.15 Uhr etwa beenden wir unseren Vortragstag mit einer Podiumsdiskussion zur Lage der fantastischen Genres in Deutschland. Auf dem Podium werden Platz nehmen Christoph Slatnik von der Genrenale, Bernd Ziewitz, Filmwissenschaftler auch aus Mainz, und Filmemacher Johannes F. Siewald, der auch noch kommen wird. Moderieren wird die Podiumsdiskussion Markus Stiegenegger. Ab 17.30 Uhr laufen im Cinema Jans noch zwei Filme, und zwar einmal Rewind, die zweite Chance, auch von Johannes F. Siewald, der zu Gast sein wird, und Offene Wunde, deutscher Film. Der zweite Teil in der Reihe Verfluchte Liebe, deutscher Film, der letztes Jahr auch beim Film lief. Ja, zuerst aber dieser Vortragstag heute, und natürlich, wer viel zuhört, der muss sich auch stärken. Also im Seminarraum nebenan haben wir Kaffee, Kuchen, Süßstücke und Brezel aufgebaut. Da kann man sich gerne in der Mittagspause von 12:15 bis 12:15 bedienen. Aber natürlich kann man auch zwischen den Vorträgen kurz rausgehen, sich einen Kaffee zur Stärkung nehmen. Und nach den Vorträgen, da wird jeder etwa 30 bis 45 Minuten dauern, gibt es auch noch anschließend die Gelegenheit für Fragen und Anmerkungen aus dem Publikum. Ja, dann würden wir auch zum ersten Vortrag direkt kommen, und zwar von Huan Wu mit dem Titel Lange Schatten, Genrefilm und Fantastik im Spannungsfeld der deutschen Geschichte. Huan Wu ist in Stuttgart geboren, neben seinem Studium an der dortigen Hochschule der Medien hat er fast 5 Jahre lang als Regisseur und Autor an dem Film Damnatus gearbeitet. Anschließend widmete er sich H.P. Lovecraft in vielfältiger Form, zum einen in der Verfilmung Die Farbe. Der Film wurde unter anderem mit dem Buffalo Screams Horror Film Festival Award ausgezeichnet oder beim H.P. Lovecraft Film Festival. Sein aktuellstes Projekt ist ein Kurzfilm Eternal War, bei dem er unter anderem für Drehbuch und Regie verantwortlich war. Aber auch neben seinem praktischen Output im Bereich der fantastischen Genres veröffentlicht er auch auf der Plattform Genrefilm.net zum Beispiel immer wieder theoretische Texte zum Thema. Ja, dann herzlich willkommen und guten Morgen. Schön, dass noch einige da sind, sich durchringen konnten und überwinden konnten. Für mich war es jetzt auch nicht einfach. Ich bin um die Uhrzeit eigentlich auch nicht wach anzutreffen normalerweise. Zu meiner Person noch mal ganz kurz. Wurde ja schon ja in der Einführung genannt. Mal gucken, ob das funktioniert. Ja, das ist nämlich der Film von damals. Das ist auch schon 7 Jahre her. Die H.P. Lovecraft-Verfilmung Die Farbe. Damit hat es für mich quasi angefangen. Und das bringt uns auch in dieses Thema rein, denn für mich war das damals eben so, dass wir mit dem Film vor allem im Ausland eben reüssiert haben, haben da die Preise gewonnen, da auch das große positive Feedback bekommen, haben auch gespürt und gesehen, einfach selbst draußen im Ausland, da ist eine viel stärkere Genrefilmkultur vorhanden, da ist auch eine richtige Community, da ist alles da, ist ein richtig schöner Nährboden. Wir haben die Kreativen, wir haben auch eine Industrie, die funktioniert, die auch Geld verdient. Es gibt dann Co-Produktionsmärkte nur für Genrefilme, die groß organisiert sind. Es gibt große Festivals nur für Genrefilme. Es gibt Drehbuchexperten, die Genrefilmemacher beraten. Also das ist da vorhanden, das ist dann da. Und dann bin ich zurückgekommen und habe einfach gespürt, komisch. Hier ist nichts dergleichen Ähnliches vorhanden in Deutschland, was die Struktur, was diesen Nährboden betrifft und natürlich auch was diese Akzeptanz und diesen Respekt gegenüber dieser Kunstform, dieser Nische betrifft. Und da dachte ich mir halt auch, habe ich gefragt, woran liegt denn das? Und das haben sich halt, denke ich, auch viele andere gefragt, und das ist eine dieser Grundfragen, woher kommt das?
Und dann unter anderem kam es eben zu der Gründung des Neuen Deutschen Genrefilms. Das ist eine Filmemachergruppe. Christoph Latzing hier ist ja auch einer davon. Und das ist eben eine der Gründe, weswegen. Also erstens wollen wir das voranbetreiben, den Genrefilm in Deutschland, weiterentwickeln und natürlich uns auch dieser Fragestellung eben stellen und das erörtern, versuchen herauszufinden, woher kommt denn das genau, was sind die Beweggründe, die dazu geführt haben. Dass wir hier in Deutschland eben, ja, vor allem das Krimis, Komödien und Kinderfilme eben das filmische Schaffen seit vielen Jahrzehnten dominieren. Ja, da gibt es natürlich sehr viele Erklärungsansätze, die auch alle sehr interessant sind und sehr komplex sind. Da haben wir natürlich nicht die Möglichkeit, für den Nachhinein der Produktdiskussion dann später die anderen Gäste dann näher darauf einzugehen. Ich will mich jetzt mal mit einem Aspekt mich beschäftigen und da fand ich das auch neulich ein sehr schöner Artikel von, eine Artikelreihe von Georg Seeslen in der EPT, der eine ähnliche Richtung, Stoßrichtung davor geht, also eben sich das Ganze geschichtlich anzusehen, weil wir, glaube ich, alle schon so spüren, da ist etwas im deutschen Film, was immer da war und nicht weggeht. Und bei Georg Seeslen, er beschreibt das Ganze als den, also aus seiner Sicht den sogenannten Ufa-Stil. Ob das die richtige Wortwahl ist oder wird es glücklich gewählt, ist eine andere Frage, aber es geht auf jeden Fall im Kern darum, dass es so eine Art Mainstream-Kultur gibt, einen Mainstream-Stil, der schon eben seit Anbeginn des deutschen Films da ist und der sich da ganz nachhaltig verfestigt hat. Und ich will jetzt gar nicht in diese Mainstream-Richtung weitergehen. Ich kann das nur sehr empfehlen, diesen Artikel oder diese Artikelreihe, sich das durchzulesen. Das ist, glaube ich, jetzt auch recht frisch. Vor wahrscheinlich einem Monat kam es, glaube ich, raus. Mir geht es jetzt ja nicht so sehr um diesen Mainstream-Bereich, also diese normalen Filme in Anführungsstrichen, also gerade diese ganzen Komödien und normalen Dramen in diesem spezifisch deutschen Stil, sondern um diese Nische, die bei uns ja eigentlich nicht mal eine Nische ist, sondern eigentlich nicht wirklich existiert, einfach nicht da ist, nicht nachhaltig wachsen konnte und wo keine Traditionslinien entstehen konnten. Und da muss der Blick jetzt viel weiter eben noch zurückgehen, als jetzt nur zum Kino von Weimar, weil es wird ja oft immer herangezogen, das war ja die Blütezeit des deutschen Films, die goldene Zeit sozusagen, auf die man dann auch nach wie vor dann stolz ist. Es wird ja oft gesagt, dass das letzten Endes, also ganz verkürzt, einfach die Nazis dran schuld sind, dass durch diesen Einschnitt, diesen politischen, gesellschaftlichen Einschnitt, dann die ganzen Kreativen fliehen mussten nach Hollywood und dass danach dann eben nichts Neues wieder aufgebaut werden konnte, was jetzt nicht völlig falsch ist, natürlich war das ein gewaltiger Einschnitt. Aber ich würde behaupten, dass das nicht ausreicht für diese Erklärung und auch nur ein Teil des Gesamtbildes darstellt. Wir müssen eigentlich viel weiter hinten anfangen und dann müssen wir zum Ursprung vordringen. Den Ursprung des nationalen deutschen kulturellen Bewusstseins, das da entstanden ist. Und das liegt jetzt nicht ganz so weit zurück wie die Antike. Also die Germanen sind jetzt sehr, sehr weit entfernt. Das Mittelalter ist schon deutlich wichtiger, natürlich mit vielen Einflüssen für die heutige deutsche Identität. Aber auch das wäre schon viel zu weit hinten. Es geht natürlich vor allem um das 18. und 19. Jahrhundert. Also ihr wisst schon, ich denke, wir sind alle hier gebildet genug, muss ich jetzt auch nicht tiefer da eingehen. Also ein paar Stichworte, Napoleon, Aufklärung, die Idee der modernen Nationalstaaten überhaupt, die da entstanden ist. Und in dieser Phase zeigt sich eben, dass der Weg zum deutschen Nationalstaat ein sehr langwieriger war, ein sehr schwieriger war. Lange Zeit waren die deutschen Fürstentümer eben nicht miteinander vereinigt. Das hat lange Zeit gebraucht, bis das eben politisch geschafft worden ist. Und auch nicht durch eine Revolution aus dem Volk heraus, sondern eben von oben sozusagen, von Preußen aus. Ja, und was aber die Bürger schon davor natürlich zusammengehalten hat in der gemeinsamen Kommunikation und der Identitätsbildung, das war natürlich dann seit Luther dann verstärkt auch dann die gemeinsame, immer gleicher werdende Sprache und natürlich vor allem die Kultur. Und die Kultur wird repräsentiert, vor allem natürlich in dieser Zeit, durch die herausragenden Künstler dieser Zeit. Und die werden dann zu regelrechten Galionsfiguren gemacht. Und hier haben wir ja ein Paradebeispiel, einfach mal als eine Person hier, und die schillerndste wahrscheinlich, wörtlich passt das jetzt gut, Friedrich Schiller. Nur als Beispiel, sein 100. Geburtstag, etwa 40 Jahre nach seinem Tod, wurde in 500 deutschsprachigen Städten groß und aufwendig gefeiert. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Das waren gigantische Feiern. Und das war 1859,
nach der gescheiterten demokratischen Revolution also und noch vor der Reichsgründung durch Preußen, durch den Krieg gegen Frankreich. Und es gab zu diesem Zeitpunkt noch keinen deutschen Nationalstaat. Es wurde aber gefeiert wie ein nationaler Feiertag. Und daran kann man eben erkennen, wie wichtig eben Schiller und die anderen Künstler der Zeit, also das Land der Dichter und Denker eben, wie wichtig das war für die Identitätsbildung. Und als dann das Deutsche Kaiserreich entstand, wurde das natürlich auch gezielt aufgegriffen, genutzt und gefördert. Man wollte ja auch das Reich ja dann eben zusammenhalten. Und da passiert natürlich etwas, was wir heute natürlich sehen, damals nicht klar war, was immer passiert, glaube ich, wenn man das macht, wenn man dann eben so eine Figur, so einen Künstler auf so einen gigantischen Sockel stellt und dann alles zu einer Pflichtlektüre macht für Jung und Alt. Also jeder muss es lesen, jeder muss es quasi toll finden, weil das ist ja der größte. Jeder kennt ihn natürlich dann sehr schnell, die ganze Bevölkerung, eben war ja dann eben auch Schiller begeistert. Anfangs natürlich auch wirklich dann, sag ich mal, aus eigener Kraft heraus, aber das nutzt sich natürlich dann mit der Zeit dann ab. Also jeder kennt es ja selber, wenn er in der Schule bestimmte Bücher lesen musste, nicht weil er es wollte oder sie wollte, sondern weil halt das eben im Programm drin steht. Also man merkte jedenfalls schon, dass sich das Ganze dann ja, eben abgenutzt hat. Wer hat dann nachher wirklich Schiller gelesen? Wer hat den wirklich verstanden? Wer hat sich tief wirklich damit beschäftigt? Und vor allem dieser wichtige Prozess, wer hat ihn dann selbst eigentlich entdeckt für sich und selbst entschieden, das finde ich jetzt richtig toll und bin total begeistert dahinter. Das hat sich einfach abgeschwächt mit der Zeit. Und Schiller wurde dann, das ist meine These, im Gegensatz eben zu Shakespeare oder Victor Hugo in Großbritannien, in Frankreich, mehr und mehr zu so einem Symbol, dass wenn man böswillig sein möchte, ja, könnte man auch sagen, mehr zu einer reinen Hülse. Also jeder kennt ihn dann eben und jeder hält ihn hoch, aber letzten Endes diese Leidenschaft, die dann wichtig ist für so einen, ich habe ja vorhin schon das Stichwort Nährboden genannt, das ist dann nicht wirklich vorhanden. Und wenn wir uns heute zum Beispiel umsehen, würde ich behaupten, dass auch im Bildungsbürgertum letzten Endes das dann oft jetzt nur noch Halbwissen ist und viele, also da spürt man jetzt kein Funken Feuer für Friedrich Schiller. Der eine oder die andere weiß dann vielleicht schon noch, was dann eben in verschiedenen Stücken passiert und so, aber das ist jetzt nicht dasselbe wie eben, was notwendig wäre, um daraus was, um eine Kraft herauszuziehen, die jetzt auch dann kreativ zu weiteren Meisterwerken oder großen Werken dann führen könnte. Ja, und warum erzähle ich das alles? Springen wir kurz nochmal vorwärts nach Weimar, in die Weimarer Zeit, nochmal in das goldene Zeitalter des deutschen Films. Und da habe ich ja eingangs gerade Seslins These vom Ufa-Stil erwähnt und hat sich ja vielleicht der eine oder andere gerade gefragt, ja, was ist denn eben hier zum Beispiel mit Metropolis oder den anderen, den großen Meisterwerken des Weimarer Kinos, die ja oft Genrefilme waren oder Proto-Genrefilme, wo das dann ausprobiert worden ist, ja auch gestern der Stummfilm zum Beispiel. Ja, was ist mit diesem Film? Das ist eben die Frage hier. Da frage ich mich eben, und Cesar tut es ja eben auch, wie nachhaltig war denn das mit diesem Film? Die UFA hat ja eben sehr, sehr viele Komödien hervorgebracht und da frage ich mich halt eben genau, was von den beiden hat jetzt eben die Zeit überdauert? Was ist jetzt eigentlich dann hängen geblieben? Und wenn wir uns hier Metropolis jetzt nochmal anschauen, einfach als ein Beispiel, natürlich gibt es andere Filme, die andere Geschichten erzählen, aber Metropolis selbst war damals ein riesiger Flop. Die Kritiker haben ihn verrissen, das Publikum hat ihn gescheut, gemieden und er wurde letzten Endes dann eigentlich erst nach dem Krieg wieder im Ausland rekonstruiert und entdeckt und dann eben gefeiert und bewundert und konnte so dann erst dann eben in Deutschland akzeptiert werden und respektiert werden und wurde dann letzten Endes zu etwas, was ich behaupte, ähnlich wie bei Schiller, letzten Endes eine Art Trophäe dann geworden ist. Also man ist nicht stolz, man liebt den Film nicht unbedingt selbst, weil man hat ihn ja auch selbst wieder nicht entdeckt und begeistert aufgegriffen, sondern er ist im Ausland eben anerkannt und dann ist man natürlich auch nur deswegen stolz darauf, weil er eben international als der große Film des Zeitalters gilt. Aber im Herzen der eigenen deutschen Filmkultur ist er meiner Meinung nach nicht wirklich angekommen und hat da auch nie wirklich was Nachhaltiges bewirken können. Was natürlich auch nicht einfach ist mit den ganzen politischen und gesellschaftlichen Umstürzen, die das Land dann eben über sich hat gehen lassen müssen. Klar. Aber eben so ein Nährboden, den eine Genrefilmkultur brauchen würde, kann so eben nicht entstehen, denn aus Trophäen allein kann man sich nicht ernähren oder aus solchen Hülsen. Da ist eben nicht genug drin und es braucht ja als Filmemacher auch immer diesen Austausch mit dem Publikum. Wenn das nicht da ist,
Ja, dann ist es immer schwierig. Aber das ist ja dann eben diese Grundsatzfrage des deutschen Films. Wo ist das Publikum? Wo ist die Begeisterung? Und ja. Machen wir einen kleinen Test. Ich denke, jeder hier im Saal, der kennt diese Person. Wir können ja mal kurz mal ins Gegenteil ziehen. Wer kennt ihn nicht? Der kann ja kurz strecken. Aber ich glaube, muss man jetzt nicht, genau, ja, ich glaube, alle kennen die Person. Ja, eine Ikone der westeuropäischen Fantastik. Also auch jemand, der so auf dem Sockel steht und gefeiert und bewundert wird. Aber wir sehen sie ja bis heute auch geliebt wird und dann auch mit Leidenschaft zitiert wird, immer wieder von anderen Filmemachern im fantastischen Bereich. Das ist nicht so, dass man das in der Schule abbekommt sozusagen und lernen muss und ja, akzeptiert, okay, das ist großartig und okay. Aber hier ist einfach mehr dahinter. Und wenn wir jetzt zum Vergleich den nächsten Namen uns anschauen, da kann man ja mal fragen, wer kennt diese Person? Kann gerne mal kurz strecken, also im Saal. Niemand? Gar niemand? Ja, gut. Schade, denn das ist der Begründer der deutschen Science-Fiction, ähnliche Zeit, in derselben Zeit eben, oder ja, fast in derselben Zeit wie Jules Verne tätig gewesen und müsste eigentlich im selben Atemzug genannt werden mit Jules Verne und mit H.G. Wells. Aber kennen tut ihn offensichtlich heute so gut wie keiner mehr. Seine Werke wurden dann später von den Nazis dann auch verboten, hat natürlich auch nicht unbedingt geholfen, weil sie zu demokratisch und zu pazifistisch sind. Aber wir sehen jetzt auch wegen diesem Thema, ob das nur die Nazis dran schuld sind, gleich als nächsten Punkt hier. Es gibt auch schon in der Weimarer Republik und auch in der Kaiserzeit eben diese Vorprägung im Umgang, und darum geht es mir jetzt vor allem hier in diesem Vortrag, im Umgang mit den fantastischen Werken. Also jetzt wollen wir auch gar nicht inhaltlich reinschauen, denn natürlich könnte man es diskutieren. Ja, vielleicht liegt es ja auch an Laschwitz selbst, an seinen Büchern, warum jetzt Jules Verne erfolgreicher war und so weiter und so fort. Natürlich könnte man da einige Punkte nennen, warum Jules Vernes Werke da populärer waren. Die waren ja auch ganz anders geschrieben, anderer Stil und andere Themen. Ich will mich aber gar nicht in diese inhaltlichen Punkte da reinbeißen, sondern eher mal schauen, was passiert denn drumherum? Wie geht denn die Gesellschaft drumherum damit um, wenn dann jemand kommt, der solche Geschichten schreibt und dann auch eben Laschwitz damals durchaus erfolgreich. Also es wurde auch in viele Sprachen übersetzt, war in Deutschland, im Deutschen Reich bekannt. Es wurden auch Straßen danach eben benannt, einige. Also der war schon durchaus da, kein Star, aber ja, ein bekannter Künstler. Ja, wir kommen jetzt nämlich hier dann zum sogenannten Schmutz- und Schundgesetz von 1926, das ist also Weimarer Republik, noch lange vor den Nazis, wurde vorangetrieben durch die damaligen Konservativen und Nationalliberalen im Parlament und diente dazu, Jugendliche vor erotischer Literatur und auch vor allem dann eben vor diesen ganzen grassierenden Groschenheften zu schützen. Also es war damals ganz typisch und normal für die Jungs natürlich dann in der Schule, wenn sie dann rauskommen, sich dann solche ganz kleinen, billigen eben Groschenhefte zu kaufen, die dann solche Geschichten enthalten, meistens Abenteuergeschichten, völlig harmlos eigentlich aus unserer heutigen Sicht, was aber aus Sicht der damaligen Politiker und Geistlichen eben als minderwertig galt. Und das ist eben dieser Vergleich dann auch eben wieder mit diesem Ethos von wegen, ja, wir wollen ja eigentlich das Volk zu was ganz Besonderem, Höherem erziehen. Und das ist natürlich dann eben Schiller und nicht eben sowas hier. Wie das hier, das ist der Luftparat und sein lenkbares Luftschiff. Das ist eine, ja, das ist im Prinzip die, also man glaubt, das ist die erste Science-Fiction-Comic-Heftserie der Welt und war extrem erfolgreich damals bei den Kindern und Jugendlichen. Wurde dann während dem Ersten Weltkrieg verboten, wobei es nicht unbedingt jetzt nur wegen dem Inhalt ist. Das war natürlich ein guter Vorwand. Es gab natürlich auch andere Gründe, habe ich recherchiert, einfach Papiermangel während dem Krieg und so weiter und so fort. Aber man sieht ja halt in der Argumentation und im Umgang damit, was für eine Denkweise da eben dahinter steckt. Und den Bildungswächtern waren ja solche Publikationen ein Dorn im Auge. Sie haben halt eben gemeint, dass das die Kinder letzten Endes falsch erziehen würde. Diese ganzen Geschichten, also ich habe jetzt auch ein Zitat zum Beispiel, das ist auch vor dem Schmutz- und Schundgesetz, da gab es eine zentrale Stelle, die sich mit solchen Themen eben beschäftigt hat, hier in Berlin. Kann ich auch gleich nochmal vorlesen für alle. Auf jeden Fall, es geht darum, dass das letzten Endes, ja, dass diese Helden dieser Geschichten waren ja meistens eben Meisterdetektive, Piraten, Räuberanführer, Indianerhäuptlinge, die dann oft eben auch außerhalb des Gesetzes standen und Dinge getan haben, die man nicht tun sollte, die ihr eigenes Ding durchgezogen haben, also auch sehr frei
Es waren eben freie Helden, also eben Heldenfiguren, ganz normal und typisch für uns heutzutage, glaube ich, hat man damals sehr, sehr kritisch gesehen. So wollte man die Kinder, das Volk letztendlich nicht erziehen. Das ist eben dann nicht der gute Bürger oder der gute Soldat. Ich lese einfach mal kurz vor für alle, weil es ist wahrscheinlich schwierig von ganz hinten zu lesen. Zu diesem Zwecke verzerren die Schunderzeuger die erhebenden Ereignisse des Kriegs. Also das ist auch während dem Krieg hier, 1916. Die Großtaten unserer Heerführer, die opferbereite Hingabe und den Todesmut unserer Kämpfer zu frei erfundenen, sinn- und geschmacklosen Mätzchen einzelner, aus krankhafter Einbildung geborener Übermenschen nach Art der beliebten Meisterdetektivs, Verbrecherkönige und Indianerhäuptlinge. Sie fälschen damit nicht nur das Bild der großen Ereignisse auf elende Weise, sie betrügen vor allem um schnöden Geldgewinns willen ihre zahllosen Leser um die wertvollsten und tiefsten Erfahrungen ihres jungen Lebens. Also es zeigt so ein bisschen diese Haltung. Und das ist der Beginn der deutschen Zensurtradition, deren Quasi-Nachfolger ja die heutige FSK ist. Und da sehen wir eine Tendenz hier schon aufleuchten, die mit dem Begriff Sozialzensur beschrieben wird oder ganz gut beschrieben werden kann. Deutschland war von Beginn an eben autoritär geprägt und musste, da die industrielle Revolution zeitgleich mit der Staatsgründung passiert ist, mit einem gewaltigen Bevölkerungswachstum klarkommen und entsprechend auch mit Arbeitslosigkeit, mit diesen ganzen Massen an Menschen. Und da gab es eben diese sehr starke Tendenz, von oben herab, sich zumindest zu überlegen, wie können wir denn diese ganzen Millionen von Arbeiterkindern am besten erziehen und ausbilden. Und diese Erziehungsmethoden waren im Westen natürlich jetzt auch durchaus autoritär geprägt. Das wissen ja auch alle aus Frankreich und England und Amerika. Aber im sag ich mal, kulturellen Bereich, der dann darüber hinaus noch besteht, und auch natürlich gerade gegenüber Erwachsenen auch, gab es so eine derart restriktive, konservative Grundhaltung nicht wie hier in Deutschland. Und in der Weimarer Zeit war dann, also in der Zeit der ersten gesamtdeutschen Republik, muss man ja jetzt hier auch betonen, weil hier in Mainz, das wissen zumindest die Mainzer, hoffentlich, weiß ich nicht, gab es ja auch davor schon eine Republik, also die erste gesamtdeutsche Republik. Die Weimarer Republik war natürlich dann durchaus lockerer dann wieder als das Kaiserreich, klar. Also deswegen haben wir ja auch dann diese großartigen Meisterwerke des goldenen Zeitalters. Aber das hat sich natürlich dann schlagartig dann geändert, als dann die Nazis dann an die Macht gekommen sind. Und Goebbels zum Beispiel erkannte die Möglichkeiten des Films sehr früh und riss dann auch die Kinoproduktion ja an sich. Es zeigt sich aber dann interessanterweise, eben an solchen Zitaten wie diesem hier, dass eben der Genrefilm schon sehr früh sehr suspekt war. Und es zeigt sich dann auch statistisch, wenn man sich es anschaut, dass in der NS-Spielfilmproduktion dann Genrefilme dann stark abgenommen haben vom Volumen her. Und daher erscheint es so, als wären sie ihm nicht ganz geheuer gewesen oder auch nicht geeignet für das, was er vorhatte. Und das liegt natürlich daran, dass der Genrefilm oft allegorisch interpretiert werden muss. Das ist ja eine Grundhaltung des Genrefilms, dass er uns ja entführt aus der Realität und wieder zurückführt letzten Endes zur Realität, wenn man das möchte, und sich dann Gedanken machen kann. Er bildet ja ganz selten eins zu eins, versucht auch ganz selten eins zu eins die Realität abzubilden. Und das war ihm wahrscheinlich dann zu offen und problematisch. Und es hat sich dann auch herausgestellt, dann eben im Laufe der Entwicklung der nationalsozialistischen Filmwirtschaft, Industrie, dass das, was am besten funktionierte, positive Unterhaltung ist. Also die meisten Genre finden sich auch dann eben düster, beschäftigen sich mit dunklen Themen. Und wir sehen es an diesem Zitat. Also es ist ja der Witz letzten Endes, dass ein Verbrecher wie er selbst eben hier sowas schreibt, wie ja, Film Dr. Mabuse von Fritz Lang gerade gesehen, praktische Anleitung zum Verbrechen. Also er meint hier, wenn Menschen das sehen, werden sie zu Verbrechern. Also haben wir dieses Sozialzensurdenken von wegen, das macht dann Menschen schlecht, wird jetzt verboten. Und ist ja die Frage, wer jetzt hier der Verbrecher ist. Und was sich dann herausgestellt hatte, dass natürlich dann Filme, die dann eher, ich will jetzt mal sagen, eher Richtung seichte, normale Unterhaltung halt gehen, wie Komödien, Melodramen, Musikfilme, dass das viel besser funktioniert hat, denn die kamen dann eben auch sehr gut an, erfolgreich beim Publikum und konnten dann auch nicht unbedingt dann fehlgedeutet werden. Und sie haben es natürlich auch versucht, dann ihre eigenen subtilen Botschaften einzuweben in die Filme. Das wird ja seit Krakau auch immer noch
ist in der Anhalt der Ansicht, dass der Kinofilm den Nazis sehr dabei geholfen haben soll, das deutsche Volk zu indoktrinieren. Deckt sich jetzt mit meinen Recherchen und dem, was ich bisher gelesen habe, jetzt eher nicht. Nur weil die Macher dachten, dass diese subtilen Signale und Botschaften ankommen, heißt es ja nicht, dass das wirklich der Fall ist, vor allem aus der heutigen wissenschaftlichen Sicht heraus. Sind letzten Endes ja auch nur Spielfilme. Und das wussten auch die Menschen damals, dass es nur, in Anführungsstrichen, fiktionale Stoffe sind. Denn was viel besser funktioniert hat, scheint jedenfalls danach auszusehen, war die Kombination mit non-fiktionalen Stoffen. Also in der nationalsozialistischen Filmindustrie war der Großteil dann letztendlich nicht fiktional, sondern das waren Wochenschauen, das waren Dokumentationen, die dann oft im Vorprogramm von den Spielfilmen liefen und so eben eine riesige Verbreitung gefunden haben. Und ich würde halt jetzt behaupten, also eben diese Haltung von wegen, was ja oft eben in den Genrefilmen vorgeworfen wird, dass sie eben gerade durch die Kinder und die Jugendlichen, aber auch Erwachsene zu Fehlentwicklungen bringen können. Also man könnte ja sagen, ja, man wird zum Mörder, weil man jetzt einen mörderischen Horrorfilm gesehen hat. Das ist ja so ein Grund, so eine Basis, so eine Attacke sozusagen gegen den Genrefilm, der immer wieder mal aufkommt. Und das halte ich halt für völligen Quatsch, denn letzten Endes zeigt es ja die Geschichte hier in diesem Land, dass man sehr viel eher zum Mörder, zum kollektiven Mörder wird, wenn man normale, simple Unterhaltung, was jetzt nicht schlimm ist, konsumiert, die nicht einen intellektuell herausfordert. Das ist halt schon mal einerseits nicht so gut, aber dann vor allem auch noch zeitgleich dazu Propaganda konsumiert und nicht erkennt, dass das Propaganda ist. Und diese Kombination ist dann wahrscheinlich die deutlich, deutlich problematischere, als hier eben sich Horrorfilme anzusehen. Und warum man Horrorfilme jetzt ansehen möchte und warum das einen gesellschaftlichen Wert hat, darum geht es dann später auch. Das ist jetzt auch nicht mein Punkt jetzt hier. Wir bleiben jetzt im politischen Bereich. Denn Propaganda spielt jetzt auch weiter eine große Rolle, auch nach dem Krieg. Huch, geht nicht weiter. Der Krieg hat auch endet nicht. Weiß nicht, woran es liegt. Ah, jetzt geht's. Okay, komisch. Ja, jetzt haben wir hier auch die neue Epoche, den Kalten Krieg. Hier spielt auch die Propaganda weiterhin eine sehr, sehr große Rolle. Wobei sich die Vorzeichen natürlich jetzt umkehren. Also wir haben in den beiden deutschen Nachfolgestaaten eine große Furcht vor der gegnerischen Propaganda. Auch natürlich erstmal die große Aufgabe, den Faschismus in den Köpfen zu entfernen. Andererseits eben die Einflüsse von der anderen Seite der Mauer dann eben dann abzuwehren. Und wir haben als Beispiel in der BRD den Interministeriellen Ausschuss für Ost-West-Filmfragen, den es bis 1966 gab. Also eine staatliche Zensur neben der nichtstaatlichen FSK, die damals dann auch auf Betreiben der Konservativen sofort gegründet worden ist. Und hier haben wir einfach nur als Beispiel, auch minimal verfremdete Märchenverfilmungen aus Osteuropa wurden dann eben verboten, wie zum Beispiel das tapfere Schneiderlein von 1957. Da wurde nur das Ende verändert, ich bin mir nicht ganz sicher, wie es jetzt war, aber ich glaube, der König am Ende wird vom Volk gestürzt, was im Märchen, glaube ich, nicht so ist. Und der Held des Schneiderlein sucht sich, glaube ich, dann irgendwie selbst seine Liebe oder so eine Art. Auf jeden Fall irgendwie minimal, auf jeden Fall, um ein bisschen demokratischer oder in Anführungsstrichen demokratischer darzustellen und nicht monarchistisch aus Sicht des Sozialismus. Und das hat schon gereicht. Also man hat an dieser Haltung gesehen, dass den Politikern zu dem damaligen Zeitpunkt das ein wichtiges Thema war, weil sie befürchtet haben, dass das eben einen großen Impact haben kann auf das Volk. Und da sieht man eben, dass diese Denkweise, die davor ja auch schon bestand im Kaiserreich und im Dritten Reich, da einfach nahtlos fortgesetzt wird. Man hat auch wirklich dann eben, das sieht man in den Schriften ja auch dann in den Begründungen, den DEFA-Filmen das genau vorgeworfen, dass sie genauso wirkungsvoll sein sollen wie die nationalsozialistischen Filme davor auch. Was ja eben aus heutiger Sicht meiner Meinung nach ein gewaltiger Trugschluss eben ist, also in beiden Fällen ein Trugschluss ist, zu denken, dass solche Filme mit solchen kleinen, subtilen Botschaften da gewaltige Auswirkungen haben könnten. In der DDR, wenn wir uns mal darüber gehen, war die Zensur natürlich allgegenwärtig, vielleicht sogar noch massiver und stärker letzten Endes als im Faschismus. Denn hier kommt dazu, dass dann eben keine so eine gewisse Offenheit noch da ist. Hier muss natürlich alles, letzten Endes wird alles den Leitlinien, den politischen unterstellt. Es gibt dann starke Zwänge unter den Künstlern. Bestimmte Formen des Genrefilms wurden aber unterstützt und gefördert. Gerade für den Sozialismus war der Science-Fiction-Film sehr wichtig. Da ging es ja um die Zukunft. Wie sieht es in
später aus, wenn jetzt der aktuelle Konflikt geschafft ist oder wenn die Entwicklung weitergeht. Aber natürlich sehen wir dann darin, ist auch sehr witzig natürlich, dann sich das anzuschauen, einen sehr wieder pädagogischen Aspekt dahinter. Natürlich überlegt man sich ja, was möchte man dem Volk jetzt erzählen und was darf ihm überhaupt erzählt werden. Und eine kleine Anekdote, die ganz witzig ist, ist zum Beispiel, dass dann, ja, man sieht es ja auch an den Filmen, die dann rausgekommen sind oder an den Romanen, die geschrieben worden sind, dass, warum gibt es da keine Kämpfe, warum gibt es keine Raumschlachten? Und habe ich dann halt rausgefunden, ja, wurde darüber debattiert und man hat dann quasi beschlossen, oder völlige Logik, es kann keine Raumschlachten in der Zukunft geben, warum nicht? Denn es können nur hochzivilisierte Gesellschaften diesen Schritt in den Weltraum schaffen und andere Zivilisationen kennenlernen. Und das können ja, völlig logisch, nur kommunistische sein. Und da außerirdische Kommunisten und irdische Kommunisten, wenn sie aufeinandertreffen, nicht aufeinander schießen, ist ja auch ganz klar. Daher gibt es keine Raumschlachten, keine Kämpfe. Und auf der anderen Seite sehen wir natürlich, dass gerade diese Filme sehr erfolgreich in Amerika waren, im Westen waren. Und dann hat man natürlich auch diesen Graben, der sich dann gebildet hat und den man auch wollte, diese Distanzierung. Wir sind nicht wie die anderen, wir erzählen nicht solche Geschichten. Was jetzt dazu führt, dass wir wiederum im Westen durch die linksgeprägten 68er, die das damals ja auch aufgegriffen haben, diese Argumente dann eben übernommen haben und natürlich dann das bekämpft haben. Also gerade diese typischen amerikanischen Invasionsfilme, die natürlich, muss man auch dazu sagen, natürlich eine politische Haltung und eine Botschaft da haben. Natürlich ging es da um diese Angst, was passiert denn, wenn die Kommunisten bei uns landen und wenn der Krieg zum heißen Krieg wird und so weiter und so fort. Klar. Das führte aber dann dazu, dass letzten Endes die 68er das, was sie eigentlich halt bekämpft haben, also die eigene Elterngeneration, die ja als konservativ und verkrustet dann eben dargestellt worden ist, auch zu Recht natürlich, ganz klar, dann aber letzten Endes das fortgesetzt worden ist durch eine eigene gewisse autoritäre Haltung, gerade in diesem Bereich. In anderen Bereichen, ganz klar, haben wir eine ganz starke Liberalisierung dank den 68er, aber gerade hier beim Genrefilm, bei der Fantastik, kann man wiederum feststellen, dass sich das dann überhaupt nicht verbessert hat in Deutschland, sondern vielleicht sogar eher, ja gut, verschlimmert geht ja eigentlich nicht nach den Nazis, aber auf jeden Fall wird jetzt hier letzten Endes argumentativ dann oft gegen diese Genrefilme dann gearbeitet, im Sinne von, man sucht dann quasi wirklich fieberhaft nach diesen imperialistischen und faschistoiden Tendenzen und Botschaften, die in diesen Filmen dann angeblich sein sollen und hat die natürlich dann auch sofort überall dann gefunden. Teilweise auch durchaus zu Recht, klar, wir sehen auch im Science-Fiction-Bereich, dass dann durchaus da, klar, es gibt dann Kriegsschiffe, es geht um Kampfszenen, es gibt militärische Elemente in solchen Geschichten. Heute, ich glaube, lachen wir alle darüber, dass die Raumschiff Enterprise nicht nur ein Wissenschaftsschiff ist, sondern auch ein Kriegsschiff, ist irgendwie, ja, zumindest nicht hinterfragt und es macht es auf jeden Fall auch spannend und es ist auch Konflikte dann mit anderen Spezies gibt. Ja, es ist nicht nichts, was man, glaube ich, unbedingt debattieren müsste, wurde aber damals natürlich. Und wir haben in den 60ern und 70ern hier in Westdeutschland, jetzt muss ich doch wieder die Maus benutzen, das Beispiel hier mit der Raumpatrouille, deutsche TV-Serie, noch vor Star Trek, war jetzt mehr Richtung Kriegsschiff, war ein reines Kriegsschiff, glaube ich, ohne diesen wissenschaftlichen Aspekt, diesen humanistischen Aspekt, den Gene Roddenberry da eingebracht hat. Also es fehlte schon noch dann etwas, was Star Trek zu Star Trek gemacht hat, aber es war nur so ein erster Schritt, wurde dann eben abgesetzt, nicht nur jetzt wegen der Kritik, klar, aber die Kritik war auf jeden Fall damals desaströs oder zumindest sehr stark tendenziös und negativ, denn wurde natürlich dann eben dem vorgeworfen, dass das genauso wie Perry Roden zum Beispiel, erfolgreichste Science-Fiction Heftserie hier in Deutschland oder glaube auch weltweit eine der erfolgreichsten, nach wie vor, gibt auch nach wie vor keinen großen Kinofilm, wurde zumindest versucht vor einigen Jahren, den zu finanzieren. Ja, das wurde damals auch dem Ganzen vorgeworfen, dass es letzten Endes wieder hier Menschen, junge Menschen zu militaristischen Tendenzen verführen würde und animieren würde. Dann haben wir auch im Fantasy-Bereich, dass dieselbe Haltung, dieselbe Kritik, zum Beispiel hier Herr der Ringe, Tolkien, wurde als archaisch und rückwärtsgewandt angegriffen in der Darstellung eines unausweichlichen Überlebenskampfes gegen minderwertige Orks und Ostlinge, als rassistisch diffamiert. Und diese Argumente halten sich auch bis heute. Also auch als dann die Peter Jacksons Filmtrilogie herauskam, gab es immer noch dann einige Filmkritiker, wie hier Rüdiger Suchsland, die dieselbe Denkweise dann nochmal aufgegriffen haben und verbreitet haben. Ja, ich kann das nochmal vorlesen. Also damals, 1980, ich
Ich glaube, die Bücher kamen schon früher raus, auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht genau, warum jetzt da nochmal eine Rezension oder Bewertung vom Herr der Ringe. Ah, das stimmt, der Trickfilm. Klar, logisch. Ja. Ja. Ja, also hier, jetzt wissen wir es wieder. Die Hässlichen, die Schwarzhaarigen, die Schlitzäugigen, die Dick- und Krummbeinigen, die Missgestalteten, das sind die Bösen, das sind die Orks. Das ist unwertes Leben, das die Lichtgestalten bedroht. Da darf man töten, ausrotten und vernichten zum Wohle der lichten Welt der Weißen. Und dann eben 23 Jahre später hier, als dann Peter Jacksons Filmtrilogie rauskam, zum Beispiel, Tod, Tod, Tod rufen sie und kämpft für uns und erlangt eure Ehre wieder. Sprüche dieser Art verraten eine Todessehnsucht, die tatsächlich an die des Faschismus erinnert. Der Krieg, den Gandalf, Aragorn und Co. gegen Mordor führen, ist auch ein Vernichtungskrieg, der die gleiche Auslöschung will wie der Gegner. Ja, und das ist natürlich jetzt die Grundnatur des Genrefilms. Das im Kern natürlich der fantastische Film dann eben vor allem, dass er allegorisch zu lesen ist. Und natürlich kann man ihn dann in solche, wer will, kann es so lesen, den Herr der Ringe. Darf man, ist nicht verboten. Aber wir sehen ja damals auch schon bei Goebbels eben diese, das ist halt offen, die Interpretation oft. Und damit, der Umgang damit ist halt eben schwierig, vor allem in solchen politischen, wenn man solche politischen klaren Haltungen hat und nach einem Feindbild sucht und nach einem Gegner und nach dem Grund für die Entwicklungen hier in Deutschland, die es damals gab. Ja, aus unserer Sicht heute hoffe ich und aus meiner Sicht auf jeden Fall alles Trugschlüsse. Ein anderer, der es abbekommen hat, das war, wo man auch heute eigentlich nur den Kopf drüber schütteln kann, Michael Ende, damals sehr erfolgreich sofort mit Jim Knopf, hat massive Kritiken dann bekommen, denn das war natürlich ein Buch, das vor allem von Kindern wieder gelesen worden ist und Jugendlichen. War eigentlich, glaube ich, gar nicht so sehr als Kinderbuch gedacht von ihm, wurde aber gleich in diese Schublade reingesteckt. Und ja, da gab es eben auch dann diese Argumentation, das sei nicht gut für die Kinder, das sollten sie nicht lesen. Und warum? Hier natürlich auch wieder ein Angriffspunkt, der ganz oft verwendet wird gegenüber Genrefilmen, und das ist die sogenannte, ja, der Eskapismusvorwurf. Das sind alles Geschichten, die nichts mit der Welt hier zu tun haben. Das ist etwas, was die Leute nur ablenkt und in andere Welten entführt und letzten Endes dann davon abbringt, sich hier politisch zu bilden und weiterzukommen, intellektuell. Und das wurde dann eben Michael Ende vorgeworfen, dass die Kinder, wenn sie das lesen, dann sich eben mit irgendwelchen Fabelwesen, sonst was beschäftigen und nicht mit den Dingen, die jetzt relevant wären hier für die Entwicklung auf der Erde. Und das hat ihn selbst dann auch sehr getroffen. Er ist dann sehr verbittert, dann auch letzten Endes aus Deutschland dann abgehauen, das Land verlassen und ist dann nach Italien gezogen und hat dort quasi, könnte man sagen, als Antwort darauf, auf diesen Eskapismusvorwurf dann die unendliche Geschichte geschrieben. Denn hier sehen wir ja dann auch eben, wie er dann damit reflektiert und umgeht. Wir sehen ja hier einen Helden, der ja sich verliert in der Fantasiewelt und dann ganz klassisch ja mittlerweile als Erzählbogen ja dann zurückkommt aus dieser Fantasiewelt, um die Realität, aus der er kommt, mit dem, was er dort gelernt hat und erfahren hat, zu transformieren. Das ist ja so ein Grunderzählschema in vielen Genrefilmen. Und ja, das ist quasi für ihn dann auch diese Antwort auf diese Kritik gewesen. Von wegen, nee, da kommt man schon wieder zurück zur Realität und bringt was mit. Und es ist wichtig, auch diese Reise dann gemacht zu haben. Ja, und dann nehmen wir uns auch langsam dann der Gegenwart. Wir haben natürlich dann die Wiedervereinigung sehr bald hier nach der unendlichen Geschichte hier. Und die bewirkt, so könnte man sagen, zunächst einmal im deutschen Film eine sehr spürbare Stagnation. Meinen ja auch viele Filmwissenschaftler, dass das eben eine sehr unspannende Phase hier ist. Vielleicht auch verständlicherweise das alles, denn das Land muss sich ja erstmal neu finden, zusammenwachsen. Da sind natürlich jetzt gerade kontroverse, politisch kontroverse, gesellschaftlich kontroverse Stoffe, die subversiv arbeiten, die alternativ sind und auch vielleicht in dem Ausdruck sehr exzessiv sind. Das passt natürlich in so eine gesellschaftliche Zusammenwachsphase vielleicht nicht so richtig gut rein. Da ist eine Fußballweltmeisterschaft, die man gewinnt, schon besser geeignet. Oder eben Krimis, die meistens Ordnung und Sicherheit darstellen. Da wird ja meistens für Ordnung und Sicherheit gesorgt. Oder eben Komödien, wo man halt eben über die kleineren Dinge im Leben dann lachen kann. Oder was kleineren Dinge, die großen, schwierigen, eigentlich dann letzten Endes Liebe und Sex und neuerdings die Integration von Migranten. Darüber kann man dann schön im Kino zusammen dann lachen und schmunzeln. Das hat sich dann eher durchgesetzt im deutschen Kino. Geträumt werden darf dann eigentlich eher nur noch in Kinderfilmen nach wie vor. Danach hört es dann sehr schnell auf, wenn man erwachsen wird, also von der Zielgruppe her. Wird auch von vielen Kinderfilmregisseuren, Regisseurinnen
kritisiert, dass das eben ganz deutlich wird, dass sobald du sagst, du machst einen Film für Erwachsene, dann hören bestimmte Dinge auf, dann kann man bestimmte Dinge nicht mehr erzählen. Und auch selbst ich persönlich habe das, und das können ja auch die meisten anderen Filmemacher hier dann bestätigen, im Austausch, in der Kommunikation mit deutschen Filmproduzenten, mit Filmförderungen und Fernsehsendern, trifft man immer wieder nach wie vor auf Entscheider und Geldgeber, die eine Mentalität haben, die genauso reagieren auf Genrefilmstoffe letzten Endes wie vor 100 Jahren andere auch. Aber ich will jetzt den Vortrag jetzt auch nicht mit zu vielen langen Schatten oder Düsternis beenden. Seit den 7 Jahren, die ich das jetzt verfolge, hat sich natürlich auch einiges, also gerade in den letzten Jahren, auch zum Besseren verändert. Ich will jetzt auch noch ein bisschen Licht noch am Ende reinbringen. Wir haben einige große Erfolge, jetzt im kommerziellen Bereich zum Beispiel, hier mit eben zum Beispiel Who Am I, 2014 ein Hacker-Thriller, dann gibt es aus Österreich hier Ich sehe, Horrorfilm, Arthouse-Horrorfilm, der jetzt natürlich auch wieder hier bei uns nicht ganz so erfolgreich war, aber eben auch wieder im Ausland eingeschlagen ist. Und da sehen wir auch sehr interessant natürlich auch wieder ganz immer mal wieder, gibt es andere schöne Beispiele, wie bei Tore Tanz zum Beispiel, wie unterschiedlich die Vermarktung von solchen Filmen auch dann abläuft. Links haben wir das Arthouse-Kino-Plakat für Deutschland. In der Mitte, das war das für die Festivals dann, das sieht ja schon ein bisschen cooler aus, sage ich mal, auf jeden Fall. Also links erkenne ich jetzt nicht sofort einen Horrorfilm auf jeden Fall, es ist von der Darstellung her schon ganz unterschiedlich wie ganz rechts. Das ist dann eben der Film, wie er in Amerika beworben worden ist. Und auch, da lief er ja nicht in Arthouse-Kinos, sondern wurde ganz gezielt und auch sehr klug eben in Städten platziert, in denen es viele junge Menschen gibt, also Studentenstädten eben, Großstädte. Und da eben nicht im Arthouse-Kunstkino, sondern mehr in diesen Midnight-Special-Kinos, also eben, wo ständig halt eben Mitternacht oder Spätnachts anspruchsvolle oder krasse Horrorfilme und so, dann Experimentalfilme laufen. Und lief da sehr gut, sehr erfolgreich. Die beiden Filmemacher sind, glaube ich, auch mittlerweile, sind auch schon fest attached zu einem größeren amerikanischen Film, auch mit größerem Budget und so. Also wahnsinnig erfolgreich. Und ein kleiner Ausblick jetzt auf die absolute Gegenwart jetzt gerade vor Blocks. Also auch im Serienbereich sehen wir, dass sich da ganz viel tut. Wurde gefeiert, sehr erfolgreich, die Gangster-Crime-Serie aus Berlin. Und demnächst hier auf Netflix Dark von Baran Bo'odar, der auch Who Am I gemacht hat. Die erste große Science-Fiction-Mystery-Serie aus Deutschland seit sehr langer Zeit. Und wir haben aber auch aus dem Independent-Bereich, aus dem wir kommen, einige schöne Titel zu nennen. Hier haben wir eben ein paar der letzten Jahre. Einfach ein bisschen länger stehen lassen, dass wir alles sehen können. Und es liefen ja auch dann eben genau vorgestern einige. Wir haben German Angst gesehen, den Nachtmahr, der ist jetzt hier auch nochmal aufgeführt. Und als Schlusspunkt, sehr zum Weiterempfehlen, ein Film aus unseren eigenen Reihen, Schneeflöckchen. Erst vor kurzem fertig geworden, nach vielen Jahren, mit ganz wenig Geld gedreht, ein bisschen Crowdfunding hatten sie auch. Sehr erfolgreich gerade, läuft auf vielen Festivals, war auch auf dem Fantasy Filmfest hier in Deutschland. Gewinnt gerade ohne Ende Preise im Ausland. In Deutschland hat, glaube ich, noch keinen Filmpreis gewonnen, aber das kommt ja dann vielleicht auch noch. Ja, von daher, und ich bin natürlich auch noch da und versuche auch noch dann hier neue Filme zu machen. Mal schauen, vielleicht gibt es ja dann auch von mir noch irgendwas Neues. Also wir schauen mal, wie es ausschaut jetzt mit dem deutschen Nährboden, wie es sich so weiterentwickelt und sind da erstmal doch recht guter Dinge. Gucken wir mal, was dabei rauskommt. Dankeschön. Hatten Sie die Gesellschaft zur Bekämpfung der Schundliteratur erwähnt und da auch kurz die FSK hat Erwähnung gefunden. Sie als Filmemacher, haben Sie da vielleicht auch Erfahrungen gemacht mit der FSK oder ist das vielleicht auch ein überholtes System? Weil am Mittwoch hatten wir zum Beispiel gehört, dass Filme in Frankreich ab 14 freigegeben werden und hier unter Ladentisch verkauft werden müssen. Haben Sie da vielleicht eine Einschätzung zu? Oder? Mhm. Ja, also das wäre einer von diesen Punkten, die ich anfangs meinte. Es gibt ja viele Erklärungsansätze. Es ist auch nur ein Ansatz jetzt hier und es sind auch nur Thesen. Kann man gerne diskutieren und widersprechen. Vielleicht stimmt ja auch alles gar nicht, was ich gerade erzählt habe. Mit der FSK, das ist auch so einer von diesen großen Aspekten, die natürlich nicht geholfen haben auf jeden Fall.
Dazu hätte ich auch gerne noch mehr gesagt eigentlich, aber klar, können wir das gerne machen. Letzten Endes sind ja Gesetze und wir haben auch andere Staaten mit restriktiven Gesetzen gehabt, aber ich glaube, der Punkt ist immer, was machen Menschen aus diesen Gesetzen immer? Und klar, Frankreich ist ein gutes Beispiel. Belgien hat, glaube ich, überhaupt gar keine Filmzensur. Aber ansonsten muss man schon sagen, haben fast alle Länder der Welt eigentlich eine Filmzensur. Aber eben die Umsetzung ist immer entscheidend. Und Schweden zum Beispiel, das erste Land der Welt, das eine Filmzensur hatte, hat die abgeschafft mittlerweile, weil sie gesehen haben, das macht eigentlich nicht mehr wirklich viel Sinn. Da kommt fast nichts, also bei ihnen kommt alles durch sozusagen. Dann brauchen wir das eigentlich nicht mehr. Und die hatten eigentlich von Anfang an eine sehr liberale Haltung, was das betrifft. Auch England hat durchaus auf dem Papier sehr strenge Regeln. Aber die Umsetzung ist, wobei da haben wir eine andere Tendenz, die wird jetzt eher immer restriktiv. Und konservativer, aber die war lange Zeit sehr liberal zum Beispiel. Ja, auf jeden Fall, das ist ein Problem. Wir haben in Deutschland ja auch ein Land, das jetzt vor allem durchs Fernsehen dominiert wird, nicht durchs Kino. Und da spielt natürlich Jugendschutz schon eine große Rolle, weil das ist dann schwerer zu kontrollieren. Im Kino ist ja jemand an der Kasse, kann auch klar kontrollieren, wer reinkommt. Hab ja auch selbst im Kino gearbeitet, war auch dann immer ein Teil der Aufgabe, danach den Ausweisen zu fragen und Schülerausweise anzugucken und so. Selbst persönlich, klar, habe ich das selbst auch erlebt, weil mein Film ist jetzt nicht so drastisch, dass der jetzt irgendwie problematisch wäre, aber die Gesetzeslage ist einfach so. Wenn du einen Film hast in Deutschland und ihn rausbringst, ist er im Grunde genommen automatisch ab 18. Weil das könnte ja schrecklich sein, was du gemacht hast. Es könnte ja was ganz Schlimmes sein, was die Kinder völlig verstört oder auch Erwachsene völlig verstört. Das ist ja auch diese Grundhaltung bis heute, dass in Deutschland ja einen Index gibt. Es gibt ja Dinge, die Erwachsene auch nicht quasi bekommen können oder nur unterm Ladentisch oder dann muss man es halt importieren lassen aus Österreich oder so oder aus Holland. Ja, und das ist dann für junge Filmemacher, wenn man jetzt auch nicht viel Geld hatte und wir hatten dann da einfach gewaltige finanzielle Probleme durch den Film, den wir gemacht haben. Ist auch ein Wunder, dass er überhaupt fertig geworden ist und halbwegs gut geworden ist. Ja, ich hatte einfach kein Geld. Ich konnte mir die FSK-Prüfung nicht leisten. Die ist durchaus, ja, kostet schon was. Und daher hatte der Film erst einen FSK-18-Kleber vorne drauf, was witzigerweise den Verkaufszahlen so ein bisschen geholfen hat. Weil manche Leute suchen ja gerade dann nach solchen Filmen, die irgendwie hart sind und waren dann vielleicht ein bisschen enttäuscht, dass der Film eben nicht so hart ist, wie sie dachten. Aber das ist natürlich schon problematisch für den Vertrieb. Also du darfst ja dann auch gar nicht den eigentlich verschicken übers Internet. Denn du musst ja kontrollieren können, dass der Kunde wirklich ab 18 ist, was ja nicht einfach so ohne weiteres geht. Das geht nur durch Post-Ident-Verfahren und Pipapo. Also bei Amazon konnte ich es dann regeln, weil Amazon kann das dann kontrollieren. Amazon kriegt es heraus, ob jemand schon älter ist als 18 oder nicht. Genau, das ging über Amazon dann auf jeden Fall. Zum Glück, sonst hätte ich was nicht machen können. Dann hätte ich da gestanden und gedacht, so super, jetzt habe ich einen fertigen Film, habe kein Geld, um das von der FSK prüfen zu lassen, kann er nicht rausbringen. Ja, aber zum Glück haben wir doch einen Weg gefunden über Amazon. Ja, das sind so Sachen, die ich dann schon sehe und ich denke, das ist nach wie vor eine Hürde auf jeden Fall. Und was wir auch oft sehen, wenn wir über Zensur sprechen, also sowohl DDR als auch im Dritten Reich, es gibt ganz oft diesen vorauseilenden Gehorsam. Das ist auch eine Grundlogik der Zensur, dass du diese Linien vorgibst und dass dann die Kreativen letzten Endes ganz oft mit dieser Schere im Kopf schon denken und arbeiten, um dir entgegenzukommen, weil wir ja keinen Ärger haben. Und dann oft natürlich die Tendenz haben, zu weit einem entgegenzukommen, weil diese Grenzen sind ja auch nicht klar definiert. Und ich habe das jetzt selbst auch zum Beispiel, anderes Thema, mit chinesischen Investoren erlebt, wo wir jetzt über mein neues Filmprojekt gesprochen haben. Die haben ja auch nach wie vor bis heute eine sehr starke Zensur und ja, ich will jetzt auch nicht zu sehr aus dem Nähkästchen da jetzt sprechen, aber das war dann auch nicht einfach, weil es gibt dann auch keine Klarheiten. Also ich habe mich oft gefragt so, ja, was ist mit der Szene? Wenn ihr meint, das könnte nicht funktionieren, kann man das dann so umschreiben, dass es dann funktioniert? Das können sie einem nicht beantworten, weil sie wissen es ja selbst nicht. Die Zensurbehörde ist ja dann, die wollen sie ja auch nicht aufwecken. Die können nicht hingehen und sagen, guck mal, wie können wir den Film jetzt hier durch die Zensur bringen? Sondern man will ja diese schlafenden Wölfe, Hunde nicht wecken. Und da sieht man diese Mentalität, die dann entsteht und ja, das ist problematisch auf jeden Fall. Aber natürlich hat es sich verbessert, klar, die FSK heute ist ja eigentlich wiederum kein großes Aufhebenswert, ist ja auch sehr liberal geworden in den letzten paar Jahrzehnten, hat sich auch stark verbessert. Abschaffen könnte man sie trotzdem, keine Ahnung. Das sind alles andere Themen auf jeden Fall. Ja, ich würde gerne was ergänzen dazu vielleicht, weil was immer wieder ein bisschen verwechselt wird, ist ja, die FSK ist ja eine Einschätzung, was die Jugendfreiheit der Filme betrifft. Und diese nachträglichen Verfahren wie Indizierung und Beschlagnahmung sind ja von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien. Das ist ja eine ganz andere Institution, die ist ja gesetzlich gebunden. Ja, die FSK ist von der Filmwirtschaft selbst, also eigentlich eine Art Voreinstufung. Und von daher darf man das in Deutschland nicht vermischen.
Aber es, eigentlich, das wollte ich nur kurz als Ergänzung, damit es genauer ist in dem Fall. Und ja, ich teile diese Einschätzung. Es ist erstaunlich, was sich in letzter Zeit tut, weil ich bin ja als Vorsitzender bei der Filmbewertungsstelle und da ist es ja früher so gewesen, dass man Filme gar nicht erst eingereicht hat, wenn die bestimmten Genres entsprachen. Also Science Fiction ging vielleicht noch, aber Horror, gewisse Psychothriller und so weiter, das hätte man gar nicht mal vorgelegt, weil es ja auch Geld kostet. Das ist ja immer das erste Problem. Und ja, aber in letzter Zeit gab es ein paar Entscheidungen, wie zum Beispiel Split oder wo ich selbst involviert war, Atomic Blonde, wo also deutlich gewalttätige Filme gerade besonders wertvoll bekommen haben. Und das spricht tatsächlich für einen Generationenwechsel von einer Generation, die tatsächlich aufgewachsen ist mit anderen Ausdrucksformen und die eben kein Problem daran sind. Weil es ist ja auch per se kein Problem. Es ist eine der Aufgaben von Filmen, auch diese Dinge darzustellen und dann halt verantwortungsvoll möglicherweise das zu machen oder gut. Und das finde ich eigentlich eine ganz, ganz positive Entwicklung auf allen Ebenen. Also sowohl FSK, was Jugendschutz betrifft, sowohl die Freigaben, die mittlerweile bei der Bundesprüfstelle ja auch erreicht werden. Wir haben ja relativ viele Beschlagnahmen, die aufgehoben werden in letzter Zeit. Also ich selbst habe ein Gutachten geschrieben, wodurch das Böse, Phantasm, aufgehoben wurde von der Beschlagnahme, was sowieso schwer nachvollziehbar war. Der Film war mal ab 16 ursprünglich. Und ja, und bei der Filmbewertungsstelle ist es auch so. Also wir haben eigentlich eine recht erfreuliche Zukunft. Also doch nicht abschaffen. Aber klar, die strukturellen Dinge, klar, das stimmt in den Details. Aber letzten Endes würde ich behaupten, dass die Struktur nicht das Entscheidende ist. Es ist immer die Menschen dahinter, was sie daraus machen. Also auch wenn das jetzt hier von der Filmwirtschaft selbst eigentlich gemacht wird, ja, das ändert nichts daran, dass es im Endeffekt ja eine Zensurmaßnahme ist. Und von der Geisteshaltung, die dahinter steckt, von der Tradition her, die ich ja hier aufgelistet habe, ist da die Linie eigentlich sehr klar. Aber klar, es hat sich zum Besseren verändert, von daher... ob ich jetzt momentan auch heute auch nicht unbedingt was dagegen will. Ich fand den Aspekt zu Genrefilmen und Transnasis sehr interessant. Ich glaube, das wäre auch tatsächlich, was man nochmal, wenn es nicht vielleicht schon geschehen ist, weiß ich nicht, dass man nochmal ansetzen könnte, und überlegen könnte, wie verhält sich denn der Propagandafilm zum Genrebegriff, weil da ja tatsächlich man auch. Das ist ja so anekdotenhaft, immer mal wieder dann auch sozusagen die Versuche, Richtung Genrefilm zu gehen, dann auch häufig den Nationalsozialisten, sprich Goebbels, sind zu die Ohren geflogen sind. Also wenn man jetzt daran denkt, an bestimmte Propagandafilme, sehr bekannt ja Hitler Junge Klecks, der so ein bisschen versucht, so Richtung Gesellschaft, Sozialdrama zu gehen, wo dann auch plötzlich wird versucht, dann den Kommunisten quasi zurückzuholen und zum Nationalsozialisten umzuerziehen. Und es werden aber dann dem Heinrich George ganz viele, nachher ganz viele Sympathien entgegengebracht, wenn die Leute von plötzlich an über Kommunismus nachzudenken. Und da hat man dann das auch groß gegeben, weil man kann diese Anekdote zu Süß, der ja auch, den man ja auch vielleicht irgendwie unter Genre-Aspekten sehen kann, wo dann der Ferdinand Marian, der ja eigentlich das jüdische Monster spielen soll, der kriegt danach dann ja seine halt überliefert kühlweise Liebesbriefe. Weil er das auf eben sein Charme irgendwo als Star und als Schauspieler eben da auch noch mit drin war. Und das ist, glaube ich, auch diese Vielschichtigkeit, die sich allein auch schon durch diese Ansätze Richtung Genre ergibt, die dann halt für eine Propagandawirkung wahrscheinlich einfach zu komplex ist und sehr schnell dann eben sich nicht hin bezieht. Genau, also meine These ist es ja, dass die das selbst festgestellt haben und daher dann davon zurückgetreten sind. Und dann eben lieber nicht darüber sprechen, nicht offen auch die eigenen politischen Meinungen äußern, sondern eher ja, einlullen. Das hat besser funktioniert. Wenn eine Wirkung, dann eher so Unterhaltungsfilm. Aber auf jeden Fall ganz klar, das sind ja alles nur Ansätze und Thesen von mir hier, wer sich damit schon noch tiefer beschäftigt und gerne und dann auch gerne melden und neue Erkenntnisse dann voranbringen. Also eine Frage, glaubst du, dass, also gerade bei Herr der Ringe, wo wir jetzt für den Star Wars haben und die Geschichte des Krieges und da und die Rebellen, ich frage mich immer, ob es nicht sogar so ist, dass die Entrückung manchmal, obwohl man es sofort lesen kann, als Allegorie auf irgendwas, was stattfindet, aber dass es das für den Kopf der Leute völlig davon entfernt. Also, dass sobald es ausgelagert ist, es eigentlich eben weniger Gefahr läuft, da irgendeine Propaganda.
Ja, also ich glaube, das ist ja auch nachher ein Thema wahrscheinlich bei den Kollegen hier. Ich denke, dass diese gesellschaftliche Funktion der Genrefilme, und das ist wichtig, auch in Deutschland, das dann eben zu erforschen und zu verbreiten, weil darüber lange Zeit nicht nachgedacht worden ist und auch nicht respektiert worden ist. Das ist bestimmt so ein Ansatz, der auch bei mir selbst sehr gut funktioniert, dass ich eben erstmal gerne weg will, aus Syrien sozusagen, und dann aber dann doch im Film was dann über Bürgerkrieg und Krieg dann lerne oder so. Also letzten Endes klar, also... kann nur jetzt ja dazu sagen, weiß nicht. Ja. Also sehe ich genauso. Das ist die gesellschaftliche Funktion letzten Endes. Über so ein trojanisches Pferd, über auch Effekte natürlich dann ganz klar und Bildern und so, die Leute ein bisschen zu verführen, aber dann letzten Endes doch irgendwas zu erzählen, was wichtig ist, was wahrhaftig ist. Also genau, sagt mir ja immer ganz gerne, dass der Genrefilm nicht Wahrheit erzählt. Also generell Film, aber Genrefilm nochmal ganz spezifisch. Keine Wahrheit erzählt oder gar nicht versucht, Wahrheiten zu erzählen, aber Wahrhaftigkeiten. Und das ist der wichtige Unterschied hier. Ja, nee, aber ich meinte fast auch eben durchaus auch die Gefahr darin. Das ist schon krass, wenn der Herr der Ringe jetzt so betrachtet ist, so ja klar, da werden die Orks stehen für die Behinderten in unserer Gesellschaft. Kann man, klar. Also ich meine auch Peter Jacksons Auswahl der Bilder, teilweise, ja, bin ich auch nicht ganz dahinter. Weil auch damals ist natürlich keine gute Geschichte mehr. Mhm. Und natürlich muss man dazu sagen, also wenn wir jetzt darüber reden wollen, Tolkien ist natürlich jetzt aus einer anderen Zeit gekommen, auch wie H.P. Lovecraft zum Beispiel auch, der ja rassistische Tendenzen hatte. Bei Tolkien, ja, er ist in Afrika aufgewachsen, er hatte sicherlich so diese altmodische Sichtweise. Also nicht, dass das grundsätzlich die Schwarzen unterlegen wären, aber dass sie in einer unterlegenen Situation sind und dass der Weiße kommen soll und ihnen helfen soll. Das haben wir in der Mittelerde im Szenario sehr oft, dass die überlegenen Völker, wie die Elben zum Beispiel, so eine soziale Aufgabe haben letzten Endes, den anderen zu helfen. Und es gibt schon eine Rangordnung quasi in diesen Fantasy-Welten und das ist durchaus da ausgeprägt und er hat auch sehr gläubiger Christ und das passt natürlich auch mit diesem Gut- und Böse-Szenario zusammen und so weiter und so fort. Klar, das steckt drin. Also es ist ja nicht so, dass es jetzt irgendwie politisch oder gesellschaftlich indifferent wäre. Da stecken schon Haltungen drin, die man jetzt auch rauskristallisieren kann und kritisieren kann. Aber es ist immer die Frage, wie man es macht und wie die Grundhaltung dann letzten Endes ist. Die Frage ist eher, wie stark ist die Wirkung für solche Genau, was kommt denn an? Im Gegensatz zu einer Geschichte, wo man es eins zu eins erzählen würde. Ich glaube, die Wirkung ist eigentlich abgeschwächt. Also und ich glaube, das, was wir jetzt heute haben, ist letztendlich diese Mündigkeit des Zuschauers, dass wir immer mehr gelernt haben im Vergleich zu den Leuten von damals, dass wir alle hoffentlich dem Zuschauer das überlassen und dem diese Selbstermächtigung gewähren. Er und sie kann selbst das interpretieren für sich und kann nicht einfach nur durch irgendwelche subtilen Botschaften von uns Filmemachern da irgendwie zu Zombies erzogen werden. Ja. Mhm. Wenn das in einem späteren Vortrag noch behandelt werden sollte, dann später. Aber das war jetzt eine kulturelle, soziale quasi Sicht auf den Genrefilm. Während meine Einschätzung oder eine Einschätzungsfrage, wie würdest du denn die finanziellen Hürden vielleicht auch noch einschätzen, dass man sagen könnte, ein Science-Fiction-Film ist möglicherweise oder auch ein Fantasy-Film ist vielleicht ein bisschen teurer herzustellen als jetzt der Kriminalfilm in Berlin heute, dass einfach, wie es bei vielen Nationen geht, außer vielleicht jetzt Amerika, Großbritannien, dass einfach die Gelder fehlen, solche Produktionsbudgets zu spenden und dadurch natürlich auch, dass weniger in der Masse die Filme gibt, die Genrefilme, braucht sich dann auch nicht so sehr die Kultur. Ja, also das ist ja, glaube ich, eher ein Thema für später, aber ich kann auch ganz kurz was dazu sagen. Klar, wird oft immer gesagt, aber halte ich für Quatsch. Deutschland ist ein unglaublich reiches Land, es gibt sehr viel Geld für Filme aus und natürlich, speziell jetzt auf einen Film betrachtet, logisch, Science Fiction oft teurer. Muss nicht sein, ich kann euch Science Fiction auch sehr preiswert erzählen, es muss nicht mit Raumschiffen und mit Robotern und Explosionen zu tun haben. Also Hör zum Beispiel ist ja ein Science-Fiction-Film, da geht es ja um den Mann, der sich Joaquin Phoenix spielt, in ein Betriebssystem verliebt, in genau diese Computerstimme. Könnte man theoretisch in Deutschland, also ich habe genug Science-Fiction, tolle Science-Fiction-Filme gesehen, die hätte man ohne Probleme in Deutschland drehen können. Und Horrorfilm zum Beispiel, der zum fantastischen Film ganz klar dazugehört, ist ja unglaublich preiswert zu machen. Der ist einer der preisgünstigsten Genres überhaupt, weil man keine Stars dafür braucht und genau, meistens in der Machart nicht viele Effekte, also Computereffekte braucht. Daher, ich sehe das nicht so. Also das Kapital dafür ist da und es wird ja ausgegeben, nur für andere Sachen. Also und das würde ja auch zurückkommen. Das ist ja wieder die Sache. Wenn man gute Genrefilme machen würde, würden sie sich ja auch refinanzieren ohne Probleme. Also die finanzielle Argumentation würde für mich nicht funktionieren, aber das ist, glaube ich, nachher eine große Diskussion für dich. Das ist auch vorgehalten, weil klar, wenn ich jetzt
natürlich haben wollen. Also letzten Endes will ich jetzt den Kollegen und Kolleginnen jetzt auch nicht irgendwie das Wasser abgraben. Das ist auch noch so ein Konkurrenzkampfgedanke da. Wäre es lieber, wenn man, keine Ahnung, das Geld aus den Waffenverkäufen irgendwie wegziehen würde, aus der Waffenlobby oder so, und uns der Kunst geben würde. Das ist natürlich auch ein utopischer Traum hier. Aber letzten Endes wäre ich schon der Meinung, was bringen uns 3 Arthouse-Dramen, 2 Menschen in einer Bar oder in einem Zimmer, die miteinander reden, und keiner guckt den Film an, also alle 3 werden nicht angeguckt, und dafür könnte man jetzt einen Science-Fiction-Film machen. Der muss nicht super genial werden, das ist auch wieder das Thema. Wir können natürlich aus dem Stand heraus auch jetzt nicht geniale Werke schaffen, weil dieser Nährboden nicht da ist, diese Traditionslinie nicht da ist. Aber man kann dann was aufbauen Stück für Stück, und das fände ich schön, dass wenn der deutsche Film, also für mich ist es völlig verrückt, dass Deutschland das ja so sehr von seiner Technologie abhängt, also wirtschaftlich betrachtet, und von bis heute davon ernährt, eigentlich keinen Science-Fiction-Film hervorbringen kann bis heute. Das ist ganz komisch, also für mich völlig widersprüchlich, dass ein Land, das so technokratisch ist, technologisch orientiert ist, keine Filme über Zukunftstechnologien und Szenarien macht. Und das ist schon, ja, strange. Ich wollte nur auf eins noch so kurz aufmerksam machen. Ich meine, wir hatten ja, das geht oft in dieser ganzen Genre-Film-Diskussion wieder, wir hatten ja in Deutschland eine Situation, wo es quasi Genre-Kino pur gab. Und das waren die 50er und 60er Jahre. Mit Genres übrigens, die ja eigentlich nicht von Nazi-Filmen irgendwie herkamen. Also wenn Sie jetzt an Heimatfilme denken, hat der NS-Film nicht geprägt. Wir hatten Western, wir hatten dann in den 60er, 70er Sexfilme. Das ist natürlich alles verschwunden, als sich dann der Autorenfilm etabliert hat in den 70er Jahren. Da war das alles nicht mehr da. Denken Sie an Edgar Wallace-Filme, die ja durchaus auch Horrorfilme Elemente hatten und sowas. Also das war schon eine Kultur, die da war, die einfach verschwunden ist. Ja, genau, das habe ich jetzt übersprungen, weil es ja auch in dem Dokumentarfilm ja auch jetzt aufkommt, habe ich jetzt nicht erwähnt. Aber klar, muss man natürlich immer sagen, es ist nicht so, dass es völlige Wüste ist. Es gab immer Tendenzen, es gab immer wieder Licht, ein paar Lichtflecke sozusagen. Da muss man sich dann wieder genau damit beschäftigen, woran es jetzt da gescheitert ist. Ich würde behaupten, dass diese Separierung da ja schon das Problem ist, dass solche Filme ja ganz oft in diesen Bahnhofskinos nur gezeigt worden sind, in dieser Schmuddelecke ja letzten Endes dann auch, in der Literatur haben wir es genauso, dass Horrorwerke oft dann eben in einer ganz anderen Abteilung dann oder gar nicht stattfanden, in Bücherhandlungen. Das ist sicherlich ein Problem gewesen, und dass also die Bahnhofskinos dann weggestorben sind, was ja dann eher ein strukturelles Problem ist, dass dann das auch weggefallen ist, ja, das ist auch klar. Ein Problem, aber ich glaube auch eben, das ist nicht nachhaltig angekommen. Also sowohl Edgar Wallace-Filme als auch die anderen. Wir sehen ja eher, dass das Ausland wieder viel begeisterter ist. Tarantino ist ein Riesenfan von den Edgar Wallace-Filmen von damals, zitiert die ja auch und so. Also da sehen wir ja wieder einmal, im deutschen Volk eigentlich nicht wirklich nachhaltig angekommen. Und ja, ich habe ja auch andere Beispiele genannt. Die sind zu dem Zeitpunkt durchaus erfolgreich, aber was ist denn nachhaltig? Was bleibt denn wirklich erhalten? Was kann eine Traditionslinie aufbauen, auf die andere Filmemacher sich auch gerne mit Leidenschaft dann zurückbeziehen? Uns zum Beispiel, uns fehlt das dann einfach. Wir sind ja nicht damals in diesen Bahnhofskinos aufgewachsen. Wir müssen jetzt, für mich ist ganz logisch, dass die meisten jungen Filmemacher und Filmemacherinnen sich eher im Ausland orientieren, weil da ist das einfach, da ist der Ball schon weiter. Es macht nicht so viel Sinn, jetzt sich Edgar Wallace-Filme anzugucken, für Tarantino schon, für uns vielleicht auch durchaus, aber letzten Endes, der Ball ist schon viel weiter. Und da müssen wir halt irgendwie gucken, dass wir nicht völlig abgehängt werden. Als abschließende Gedanken vielleicht? Ja, am Mittwoch bei dem Forum wurde ja auch vehement und zu Recht darauf hingewiesen, dass wir in Deutschland schon eine Genre-Tradition haben, die sehr erfolgreich ist, nämlich die Komödie. Die Komödie ist natürlich ein sehr groß gefasstes und sehr schwer definierbares Genre, aber in der Tat haben wir da eine große Erfolge. Und es ist ganz interessant, dass die 80er Jahre, die ja hier noch mit Wolfgang Petersen und Roland Emmerich, muss man ja nennen, der hat ja, das war damals, ich habe das ja im Kino auch schon mitbekommen, das Eichenrohr-Prinzip war ein phänomenaler Film eigentlich, der in Deutschland unmöglich schien zunächst mal. Danach kam ja Joey und verschiedene andere Sachen von ihm. Und selbst Moon 44, der nach amerikanischer Produktion aussieht, ist ja deutsch produziert gewesen. Von daher ist ja ganz interessant, dass wir in den 80ern das schon haben, das Phänomen, dass das sich aber nach Hollywood verlagert hat, während eben die Komödie wirklich konstante geblieben ist. Und mit Fabio Goethe und was haben wir, willkommen bei den Hartmanns und solchen Sachen, ist das natürlich, ja, das relevante Genre.
Ja, wie gesagt, die These ist ja da, dass das mit der Wiedervereinigung vielleicht zu tun hatte, dass das vielleicht damit reingespielt hat. Aber klar, es gibt noch tausend andere Faktoren, sicherlich die. Also gerade wenn Petersen dann das Land verlässt, dann nicht mehr da ist und Emmerich auch, ja klar, dann fehlen natürlich zwei wichtige Personen, die es vielleicht hier hätten voranbringen können und vorantreiben können, eventuell. Ja.